So, du war noch weg. Ich hätte gerne Lava-Händler und Geothermal-Extractor. Ich glaube, das da sind die Hauptpumpen. Wow. Wieder viel zu viele Zwischenschritte. Ich bräuchte mal grüne Chips. Haben wir da ein Zwischenlager? Ja, haben wir. Gib mir mal... Oh, sehr schön. Gib mir mal 400 grüne Chips. Brech die ganzen Sachen mal ab. So, und stelle jetzt nochmal welche davon her. Eisenzahnräder. Haben wir für Eisenzahnräder ein Zwischending? Nö. Es werden einfach nicht genug hergestellt. Das ist allerdings ein Argument. Weil nicht genug Eisen oben ankommt. Ja, das versuchen wir gerade alles so nach und nach hinzubekommen. Und das Projekt wurde vergessen. Das ist okay. Lava-Händler. Nee, Geothermal Extractor. Da. Du. Wo kommen die Tanks hin? Also ich brauche wahrscheinlich eine recht langgezogene Strecke, wo denn jeweils die Tanks sind. Von einer Temperatur, denn dazwischen die Dinger, die das erhitzen, denn dahinter eine Reihe Tanks mit der erhöhten Temperatur, wieder Erhitzer, wieder Tanks mit erhöhter Temperatur und so weiter und so weiter. Wofür sich das ganze Ding hier ganz gut anbietet. Das heißt, wir müssten das von hier holen, nach da unten bringen, hier in der untersten Tankreihe einpumpen, nach oben erhitzen. Und dann von hier aus nach da das Abspeisen zu den jeweiligen Metallsachen. Ja, ist ein bisschen schade. Also es wäre schick, wenn wir die Lava-Spots ein bisschen weiter links setzen würden. Aber können wir uns halt nicht aussuchen. Also du geh bitte dahin. Du geh bitte dahin. Hier, das Kupfer fällt hier richtig gerne weg. Aber okay. Du. So. Du. So. Und wir brauchen Rohre. Ganz viele Rohre. Hatten wir dafür nicht auch eine Kiste gemacht? Ja, hatten wir. Gleich mal abzwacken. Zack. Zack. Sehr gut. Und du bist alle, kannst also auch weg. Hier alles gut? Ja. Genau, Lava kommt. Da, 1000 noch was Grad heiße Lava. 1400. Das hört sich schon ziemlich heiß an. Hatten wir nicht da Dinger mit 800 und so? Da, 800. Müssen wir die jetzt abkühlen? Das ist ein sehr interessantes Konzept. Also ja, ich freue mich schon damit rumzubasteln. Klingt sehr kompliziert. Da, du bist da völlig falsch. Oh. Ich kann ihn nur mittig setzen. Ja, okay. Das heißt, der hier stänkert rum und kriegt eine extra Wurst. Da, bitteschön. Lava-Anschluss. Muss da, da, da. Ich würde hier eigentlich noch ganz gerne durchlaufen können, deswegen. So. Und das hier ist der Haupt... Naja, da kommt der nächste hin. Alles nicht so günstig. Das heißt, dich machen wir da lang. Okay, 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 das klappt. Das heißt, hier runter... Da. Einfach überall hin, die Lava. So, da runter. Hier macht sie einen Knick. Hier sollten wir es eigentlich mal unterirdisch machen. So. Da und auch hier. Dafür bräuchte ich allerdings die Strommasten, die neuen. Damit ich schon mal weiß, wo genau die Dinger hinkommen. So, so. Das wird auch wieder ein Problem werden. Das ist jetzt schon alles ein Problem. Geh mal hier runter. Da hoch, damit man zwischendurch laufen kann. Hier kommt hier wieder ein Ding hin. Dann kann das da hin. So müsste das... Ups. Eigentlich klappen wir was zur Hölle. So, richtig. Ja. Okay. Und hier unten kommen die Tanks hin. Habe ich Tanks? Ja, ich habe Tanks. Okay, gucken wir mal, was sich da in dem Tank jetzt sammelt.
richtig heiße Lava. 1400 Grad heiße Lava. Wieso ist die so verdammt heiß? Also ja, es ist Lava. Aber warum denn die Zwischenschritte? Die hier. Wir brauchen, um das da einzuschmelzen, 1200 Grad heiße Lava. Geht es dann vielleicht schneller mit der besseren? Aber gut, ich brauche schon mal so oder so mehr Tanks. Ganz viele Tanks. Dann mache ich hier jetzt eine Reihe von Tanks. Zack. Baum weg. Zack. Zack. So, vier Stück mit 1400 Grad. Bäume. Ja, ich freue mich schon auf die Roboter. Ich mache mal nicht alle. Ich lasse den Rest jetzt einfach stehen, damit wir schon mal so ein bisschen Smog-Reduktion haben. Ja, scheint sogar zu helfen. Also es ist nicht durchgehend Smog in der feindlichen Basis. Das ist sehr schön. Dann bau doch... Achso, nur bei den Tanks dabei. Nee. 1400 Grad. So, ich würde das jetzt ganz gerne bekommen auf... Also erstmal brauche ich Luft. Dann brauche ich eigentlich noch Dinge, die andere Dinger da herstellen. Nee, es geht nur von 1000 Grad auf. Made in komisches, eckiges Ding mit einem Zahnrad drin. Hm. 800 Grad heiße, 1000 Grad heiße. Wo ist denn die 1200, die ich brauche für mein Eisen? Das wäre auch noch recht. Die Kupfer. Da. Braucht 1000 Grad heißes. Wie gesagt, ich teste das gleich einfach mal. Ich brauche dazu ein Blast Furnace und der braucht Sand. Hoffen wir mal, dass unsere Wasseranlage noch produziert hat. Und hier unten fehlt unbedingt Licht, fällt mir gerade auf. Also 1, 2, 3, hier ein Pfosten hin. Du kriegst Licht. 1, 2, 3, du kriegst Licht. Und die hier unten bekommen eh eigentlich immer alle Licht. Und kriegen auch alle gleich gute Pfosten. Die da. Gut. Und oben drauf auch, damit das Licht versorgt ist. So, viel besser, viel besser. Sand wollte ich holen, genau. Also Wasser war hier unten, da war auch Sand. Ich hoffe mal, das haut einigermaßen hin, weil wenn ich wirklich das jetzt alles auf Flüssigeisen und Flüssigkupfer umstellen will, dann brauchen wir ja doch ziemlich viel Sand. Hm? Ja, ich kann jetzt ein Blast Furnace bauen, das ist ein bisschen mickrig. Müssen wir mal gucken, wie es mit dem Crusher ist, ob wir da vielleicht auch Sand herstellen können. Das war eine Theorie von mir. Air Intake ist fertig. So, Luft. Ich stelle mal die Luftfabrik hier hin. Ah, die sind auch zum Abkühlen da. Okay, du stellst bitte Luft her. das geht schnell. Gut. Dann kommen hier mal Tanks hin für Luft. Das läuft doch über Rohre, oder? Jo. Tanks, die sich einigermaßen schnell mit Luft füllen. So, das musste ich hier zwischensetzen, damit ich da keine Fehler mache. Was die Tanks angeht. Du weg, du hin, du hin, du hin. So, ich brauche noch mehr davon zum Abkühlen. Anscheinend. Ich finde es auch komisch, dass die Dinge mit der Zeit nicht abkühlen. Aber okay. Was ich auch gerne testen würde, wäre einfach jetzt eine Forge hinzusetzen. Mit der 1400 Grad heißen Lava und schauen, ob ich damit Kupfererz eingeschmolzen bekomme. Weil dann könnten wir das Ganze abkühlen und hin und her kühlen, einfach ignorieren und alles auf Maximaltemperatur bringen und dann alles damit einschmelzen. Aber es klingt zu einfach, so wird der Mod nicht konzipiert sein, denke ich. Okay, während das hier alles am Craften ist, pflanze ich Bäume an. Du, komm her. Na, passt nicht. Okay. Und es mangelt stark an grünen Science Packs. Mäh. Weil es an Ärmchen mangelt, weil es an Eisen mangelt. Ich sollte hier mal nachwerfen.
Hier kriegst du mal Eisen. Du kriegst mal Eisen. Ja, weil ich so viel rausgenommen habe. Momentan haben wir doch Eisenverbrauch für die Chips und viel Eisenverbrauch für die Fließbänder. Und sobald die Pufferkisten voll sind, müsste ich das eigentlich mit der Zeit wieder einpendeln. Genau, du bist voll. Du bist voll. So. Wobei die grünen Chips nicht wirklich das Hauptproblem waren. Ne? Ja, da ist noch genug hier drin. Okay, das sollte jetzt also wieder einen Ticken schneller gehen. Weil ich sollte ganz bald das da fertig bekommen. Haben wir schon mal irgendwas Schönes zum Spielen fertig? Blast Furnace, gut. Also hiermit könnte ich jetzt das flüssige... Boah, wir brauchen ja noch mehr Platz dann. Hiermit könnte ich jetzt flüssiges Kupfer herstellen. Ich bapp dich mal dahin. So, flüssiges Kupfer. Brauch Kupfer und 1200 Grad heiße Lava. Was passiert jetzt? Oh, und einmal drehen, damit die Lava da reinkommt. Was passiert jetzt, wenn ich da 1400 Grad heiße Lava reintue? Gar nichts. Okay. Ja, das ist ein Problem. Das heißt, ich brauche jetzt eine Reihe von Tanks. Für 1200 und dazwischen irgendwie eine Möglichkeit, das abzukühlen. Ah, wahrscheinlich brauche ich noch mehr Platz. Mach das mal eine Reihe höher. So, du. Du stellst 1200er Lava her. Kannst du nicht? Warum nicht? Da steht Made in und dann diese Fabrik, die wir noch gar nicht haben. Oh. Das ist nicht schön. Wo ist denn die Fabrik, die wir noch gar nicht haben? Eine Forge? Nein. Copperplate da? Nein. Ärgerlich, ärgerlich. Ist das irgendein neuer Forschungszweig? Ich hätte gedacht, das wäre alles bei diesem Metallurgik-Ding hier dabei. Metallurgik-Ore-Smelting. Pipelines. Boah, flüssige Lava in Containern. Für jede Hitze gerade ein. Oh, 2400, 3000 Grad heiße Lava. Schick, schick. Gear Mold. Oh, Feuer, 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 Feuer. Tungsten Gears. Gear Presser, genau, Gear Presser, das brauche ich. Aber warum wird denn die Lava in einem Gear Presser erhitzt? Nee, es macht nicht wirklich viel Sinn. Aber ich brauche Liquid Automatic Crafting 1, dann Liquid Automatic Crafting 2. Und da das Ganze wohl doch noch ein wenig länger dauert, werde ich jetzt einfach die besseren Schmelzöfen dahin bauen und später wieder abreißen. Weil sonst kommen die Fließbänder hier absolut nicht hinterher im Eisen. Also gib mir bitte die 8 Schmelzöfen, die ich gebaut habe. So, die kommen dahin, dahin, du kommst weg. Ups. Dahin. So, wir unterbrechen jetzt die gesamte Eisenproduktion. Zwirbeln hier alles um. Das ist nach oben abzweigt. So. Und nehmen hier alles mit gleich. So, da geht das hoch. Bis nach hier. Dann kriegen die alle Ärmchen. Wahrscheinlich schnelle Ärmchen. Bauen wir mal ganz viele schnelle Ärmchen. Schnelle Ärmchen, schnelle Ärmchen. So, Eisen mit. Dann brauchen wir noch mehr schnelle Ärmchen, das Ganze auch wieder rauslegen. Da. Und hier haben wir jetzt den Knick, dass es auf beiden Seiten auch später raufkommt. Haben wir schnelle halbe Ärmchen? Nein, noch nicht. Okay. Dann wird jeder zweite Schmelzofen mit den hier belegt. Also immer ein schneller Ganzer und einer mit zwei halben. Langsam. Genau. So, weg, 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 weg. Nom.
müssen wir das, glaube ich, jetzt nicht machen, weil wir haben dann noch nirgendwo Engpässe beim Kupfer. Also ja, wir haben inzwischen ein paar mehr Abnehmer. Und die Batterien zum Beispiel dürften auch gerade nicht hergestellt werden, weil sie kein Kupfer bekommen, weil ich das kleine Projekt da vernachlässigt habe. Aber allgemein Eisen wesentlich wichtiger zu diesem Zeitpunkt. Später ändert sich das ja noch. So ein bisschen zumindest. So. Wir brauchen auch noch halbe Ärmchen. Schnelle Ärmchen. Ärmchen.